Dort müssen wir weiter und hier geht es nicht mehr weiter. Weder für die komische Lore aus Holz und Metall. Mein Gott, das sind... Eigentlich glaube ich gar nicht mal, dass das von den Azteken gemacht worden ist. Ich meine, dass die Metallverarbeitung ist ja schon extrem. Ich meine, okay, die haben damit auch so eine gewisse Magiequelle gefunden. Naja. Tschüss, Ball. Dann gehe ich mal auch runter, oder? Naja, die beiden Pfeile zeigen zumindest auch. Wasser! Was denn? Nein! Lasst mich! Strömung. Gute Wasser. Ball, bleib bei mir. Ich will doch nur bei dir sein. Aufzug. Wie der Ton einfach mal so gedämpft wird, wenn man unter Wasser kommt. Schön. So, und jetzt raus aus dem Wasser, wieder ans Festland, bitte. Und hier ist ein Dorf? Hier ist ein Dorf. Ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber nicht, dass die hier ein unterirdisches Dorf haben. Diese Wahnsinnigen. Und hier liegt auch überall deren Ausrüstung rum. Körbe, Schwerter, Schilde. In die Häuser kann man sogar rein. Oh, die sind aber niedlich klein. Und irgendwann, wenn ich irgendwo reingehe, springt mich so ein Teil an. Oh oh. Was habe ich gesagt? Hihi. Oh, Feuerbälle. Feuerbälle, nicht schön. Oh oh. Ah, ja, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Mein Gott, wie viele! Au! Ist ja in Ordnung. Wow. Also die Zombies. Die sind schon ein bisschen unheimlich. Hör auf! So viel Tod. Ach so, das war das Feuer. Naja, so viel dazu, dass einer rauskommt, ne? Und mich anfällt. Das waren ja jetzt schon ein paar mehr. Ein Dutzend. Eineinhalb Dutzend. Nach 12 bis 18. Auf jeden Fall waren es viel mehr, als ich mit gerechnet habe. Okay. Dort ist eine tolle Stadt. Fokus. F ist immer Fokus auf den Ball. H, Hinweis. Kein Hinweis verfügbar. Alle sind traurig. Dup, dup. Hier geht's noch nicht rein. Ah ne, da geht's gar nicht rein. Weil das ist ja auch verrammelt. Oh, man schwimmt so elendig langsam. Das ist ein bisschen doof. Sind die da noch dran am Bauen? Weil das sieht noch ziemlich danach aus, als wenn die noch mitten im Bau sind. Oder waren. Mal schauen, ob wir dort durchkommen. Vielleicht ist dort ein Geheimnis. Vielleicht ist hier auch einfach gar nichts. Also, diese Kanone ist schon sehr interessant gemacht.
eigentlich schade, dass jeder die Portal Gun nachbaut, aber nicht hier sowas. Weil das ist doch eigentlich auch schon ziemlich geil. Naja, aber anscheinend gibt es jetzt nur noch zwei Wege und ich bin gerade selbst ein bisschen dabei, mich zu verwirren. So, hier gibt es einen Weg und dort hinten war noch etwas. Hier ist aber wieder nichts. Sehr schön. Ansonsten da hinten, da ist noch ein Geheimnis. Haha, hat sich die Suche also doch gelohnt. Hep, wir springen durch Weizenfelder. Yeah. Zitzmittel. Okay. Zitzmittel. Geheimnis 4 von 6. Für die Frauen hat sich alles geändert. Die Felder sind nun endlos. Den fruchtbaren Böden ist ein Königreich entwachsen. Die Sklaven aus den eroberten Dörfern verrichten jetzt die Arbeit, die damals die unsere war. Wenn ihre erschöpften Leiber für uns nutzlos werden, opfern wir sie den Göttern. Die Männer herrschen, während wir erhalten. Unsere Jüngsten werden bereits weise geboren. Wir wollen die neuen Genüsse nicht mehr missen. Luxus! Und da ist noch was. Da komme ich auch nur ohne Ball rein. Nö, einfach ein anderer Weg. Nein. Sneaky, sneaky. Metal Gear. Da, da, da. Wow. Wieso fängst du jetzt an zu rutschen? Ich kann dich doch gar nicht beeinflussen. Heftig. Okay. Ball, komm her. Ich brauche dich. Ah, ich hab dich so vermisst. Ah. Okay. Und... Oh, ist das zu schwer für dich? Ich weiß noch nicht, wofür wir den Großen brauchen. Daher einfach mal zur Seite schieben. Weil falls hier jetzt wieder Gegner kommen, komische Zombie-Viecher, Nazi-Zombies, Azteken-Nazi-Zombies. Das wäre doch mal wieder etwas. Na. Man muss das genau davor setzen. Kann das sein? Oder auch nicht? Auch gut. Erkunden, erkunden. Adventure, adventure. Unsichtbare Wand. Mauer, Mauer. Wir springen auf der Mauer. Yay. Wir können auf Häuser springen. Haus. Nein, wir rutschen runter. Verdammt. Okay. Wir springen wieder. Zu unserem Ball. Ball, 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 Ball. Boing. Boink, 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 bonk, bonk. Was ist denn hier hin? Boink, boink, boink. Steine. Wieso bauen die das hier im Unterirdischen? Okay, weil die deren Zivilisation hier dann weiterlebt. Dann kommen wir nach und nach bestimmt auch dahin, wie die darauf gekommen sind. Dieses magische Artefakt. Ah. Wow, wow, Party, Party People, woo, Feuerball, wai. Was, wieso? Ah, geht doch. Du hast auf mich zu verfolgen. Dich mag ich auch nicht. Ich hab nicht damit gerechnet, dass da plötzlich so viele da drin stehen. Holy Miss Molly! Geh mal zur Seite, Ball. Ich muss mal schauen, wo es hier weitergeht. 4 von 6. Getötete Affen? 3. Hm. Anzahl der Tode? 0. Naja. Wir haben aber auf jeden Fall prozentual mehr Geheimnisse gefunden. Ich wollte gerade ein anderes Wort für gefunden finden, aber es hat sich nicht ergeben.
So. Es geht weiter bei Oddstock 2. Und ich bin am Gähnen. Na, okay. Dann werden wir für die Statistik mal weitere Affen auch umbringen. Mal schauen, ob das irgendetwas verändert. Mein Gott. Mach halt weiter! Blöder Stein. Was rede ich von Stein? Das ist ein Ball. Nö. Können wir nichts machen. Und eben habe ich da doch auch noch einen entlanglaufen sehen. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr. Wird das wieder eine Lorenfahrt? Yep. Anscheinend. Wow. Aber da kommen wir doch nicht durch. Oder? Das Teil wird er nicht ernsthaft durchfahren. Also aus meiner Sicht sieht das nicht sehr robust aus. Kommen wir da durch? Nein. Unser Archäologe ist zu fett. Wir sehen nicht mal, wie der aussieht. Der hat nicht mal einen Namen. Müssen wir alles wieder einfach nur hinnehmen. Warum sind hier so viele Schienen? Das waren doch keine Azteken mehr, die hier die Schienen hingelegt haben. Ich höre komische Fledermäuse oder so. So, hier ist eine Holzplanke. Und diesmal gibt es wieder nur 4 Geheimnisse. Und wir fangen an mit Ahuizotl. So. Letzte Nacht träumte ich. Ich sah das Volk der Tepetl. Ach so, die Tepetl sind also ein Volk. Okay. Alle trugen sie Lichter. Es kam mir zu Bewusstsein, dass alles ihr Einfluss war. Ich sah sie im Innern der heiligen Hallen und dahinter Gestalten. Versteckt am verbotenen Ort. So rein, dass sie mich blendeten. Heller als die Sonne. Ich erwachte zitternd und fiebernd. Ganz helle Wesen. Was das wohl für Viecher sind. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall ein weiteres Mal geil Autoscooter fahren. Autoscooter! Und hey! Schlechte Animation. Egal, das Spiel macht Spaß. Oh. Ka-ching, ka-ching. Ah, alles in die Luft. Naja, nicht so ganz. Also bei Serious Sam ist das Effektgewitter ein bisschen mehr. Da fahren anscheinend also doch noch andere. Und hello, Sir. Wir halten noch nicht an, aber da hinten ging es doch raus, glaube ich. Und hier fahren wir weiter. Wir fahren weiter, immer, immer heiter. Wir legen noch einen Gang zu und überfahren die Feinde, denn das macht so viel Spaß. Und hier ist der Weg zu Ende. Platsch. Ja, das war's dann. Blub, blub, blub. Ball, komm mal raus da. Du hast da nichts mehr zu suchen. Wir müssen einen neuen Weg finden. Map, map, map. Geh mal voraus da. Erkunde das Gebiet. Anscheinend brauche ich dich hier, Ball. Sehr schön. Machst du das. So. Mal schauen, was es hier gibt. Hoffentlich keine Feinde. Nein, aber ein Geheimnis.